Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Mal wieder nach ein paar technischen Schwierigkeiten musste ich die Aufnahme neu starten. Allerdings ein paar Tage später erst, weil ich zwischendurch keine Zeit hatte, Skyrim zu spielen. Deswegen jetzt vom letzten Speicherpunkt aus abrupt abgeschnitten in der Aufnahme. Ich werde versuchen, mich bestmöglich an das zu erinnern, was ich letztes Mal gemacht habe. Wir waren da oben in der Höhle und haben die goldene Klaue gefunden, beziehungsweise wir haben herausgefunden, was man mit dem machen kann. Wir sollen sie, so muss ich nachgucken, wie der heißt, Lucan zurückbringen, diesem Gemischtwarenhändler. Ja, dann machen wir das doch direkt mal. Habe ich auch schon als Quest markiert. Es tut mir furchtbar leid, dass ich ständig irgendwelche Hardware-Probleme und Software-Probleme habe. Aber irgendwie kommt mein Rechner nicht mit Skyrim klar. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich hoffe, diesmal habe ich jetzt die optimalen Einstellungen gefunden. Letztes Mal ist das Spiel abgestürzt und ich konnte mal nicht herausfinden, woran es lag. Jetzt habe ich einfach mal den Videocodec ein bisschen runtergeschraubt. Mal gucken, ob das jetzt immer noch so viel Ressourcen frisst. Da oben läuft jemand. Gucken wir uns mal an. Na, ich will nicht ins Steam. Nein! Nicht in die Steam-Eigenschaften. Ah. Oh. Der scheint mir nicht unbedingt freundlich gesinnt zu sein. Jetzt aber schnell einen Trank hier. Das wird knapp. Das greift er mich einfach so an. Ich fasse es nicht. Eiskalt. Aber ich habe es überlebt. Dank meiner Tränke. Boah, das war echt arschknapp. Hätte ich direkt nochmal laden können. Man weiß bei Skyrim ja nie so genau, ob die Leute, die man zugeht, einem freundlich oder feindlich gesinnt sind. Aber ich meine, die, die an so einem Schrein sitzen, meistens nicht. Hätte ich mir denken können, ist jetzt aber auch zu spät. Jetzt habe ich meine zwei Tränke verschleudert, das ist auch ein bisschen scheiße, aber hilft nichts. So, hat sich das wenigstens gelohnt hier? Hat er was? Was liegt denn hier? Stahlschwert, braucht kein Mensch. Herzfeuer! Ah, perfekt, Beschwörung verbessert, das hat sich doch schon mal gelohnt. Nehme ich auch mit. Ein bisschen Gold liegt hier rum. Aber ansonsten nichts Wertvolles. Ah, aber was ich in der Zwischenzeit rausgefunden habe, man kann bei Skyrim ja Schnellbelegungstasten verlegen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal im Menü für meine Waffen Schnellbelegungstasten hinzufügen. Das heißt, als Favorit hinzufügen. Ja, das weiß ich. Die Pfeile als Favorit hinzufügen. Und den Eisenkriegshammer als Favorit. Und jetzt kann ich hier Tasten belegen. Oder wie ging das nochmal? Ah, genau hier. Wenn ich jetzt im Spiel Q drücke, kann ich sagen, der Bogen ist auf dem zweiten, Eisenpfeil auf dem dritten Platz und der Eisenkriegshammer auf dem ersten. So. Und wenn ich jetzt im Spiel 1 drücke, wechsle ich zum Eisenkriegshammer. Ohne ins Menü gehen zu müssen, um es umständlich zu wechseln. Ich hatte das am Anfang vom Spiel schon mal versucht, hat aber nicht geklappt. Oh, ich speichere mal vorsichtshalber, da oben spielt ein Spieler. Moment. Ach, irgendwie hat es auch meine Speicherstände zerhauen. Das wollte ich auch nochmal anmerken. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Solange der letzte Speicherpunkt immer noch da ist, passt Hallo, das. Hallo, werter Reisender. Hallo. Riecht ihr diese frische Luft? Wahrlich, das ist ein guter Ort, um ein Lied anzustimmen. Wenn du das sagst. Ich bin nicht so der Freund von Lieder singen, aber na gut. Könnt ihr mir etwas über Redekunst beibringen? Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Tane eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Hä? Warum nicht? Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Na gut. Was, wer läuft denn an mir vorbei?
Was macht ihr hier draußen? Die besten Geschichten sind die, in denen es um Abenteuer geht. Wer könnte solch eine Geschichte schreiben, ohne zuvor eins erlebt zu haben? Hm, ganz genau. Bitten will ich ihn jetzt nichts. Also, ich brauche ihm seine Hilfe nicht und... Ja, lassen wir das erstmal so. Ja. Ja, vielen Dank, Trim mit Ö. Hast mir wundervoll geholfen. Ich werde jetzt weiter nach Winterfeste ziehen. Oder der Ort hieß auch Winterfeste, ne? Ne, Flusswald. Entschuldigung. Winterfeste war diese Stadt. Ja, ja, mein Erinnerungsvermögen. Lasst uns nicht drüber reden. Ach, hier haben wir direkt den nächsten NPC. Scheint mir auch freundlich gesinnt zu sein. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Was hast du denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Hm, na nee, da stehe ich jetzt nicht so drauf. Kann ich vielleicht irgendwas verkaufen? Nee. Dann ist auch egal. Bis zum nächsten Mal. Oh, aber ich sehe einen Geldbeutel und eine Truhe. Ah, scheiße, sie hat gerade so perfekt gesessen, um sie zu klauen. Ich hoffe... Ach ja, genau, wenn man mit ihnen spricht, dann wechseln die ja ständig die Position, ne? Wenn ich jetzt mit dir rede. Ich jage und fische seit Jahren. Werft einen Blick darauf. Und dann wieder rausgehe aus dem Menü. Bis zum nächsten Mal. Ne, sie bleibt sitzen. Aber ich werde mich einfach... Tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? So, jetzt speichere ich vorsichtshalber nochmal. Und dann beklaue ich sie einfach mal. In der Truhe wird ja wohl was Wichtiges drin sein, wenn... So. Wundervoll. Was haben wir da? 59 Gold. Perfekt. Schlossklanken verbessert. Perfekt. Gift der Ausdauer nehme ich mit. Kleines Gift der Heilung. Kupferdiamant mit dem mit. Und nix. Nehme ich mit. So. Jetzt will ich nur hier drüber. Na los. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Das interessiert mich nicht. Den Geldbeutel stelle ich auch noch schnell. Alles klar, cool. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Das wäre auf jeden Fall ungesund für ihn, wenn er jeden Hirsch essen würde. So, wir schwimmen jetzt einfach mal hier durch den Fluss. Wow, dicker Wasserfall. Scheiße, ist die Frage... Ja, ja, doch, das überlebe ich auf jeden Fall. So, und da hinten ist schon Flusswald, wenn wir da irgendwann ankommen sollten. Achso, ich muss nochmal kurz in die Tastenbelegung gucken. Wo war nochmal... sich... Perspektive wechseln, F. Okay. Alles klar. Ah, und da hinten ist ein Hirnwurz, wie es aussieht. Oh oh, und ein Wolf. Na los. Ist das ein Wolf? Nee, ist gar kein Wolf, das ist ein Elch, oder was soll das sein? Oder ein Hirsch. Ist der auch Wurst? Ich nehme jetzt erstmal das Nirnwurz mit. Bei Oblivion gab es immer Quests, wo man das Nirnwurz ziemlich teuer irgendwo verkaufen konnte. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Weil auf den Reisen durch Skyrim wird man immer ziemlich viel Nirnwurz finden. So. Herzlich willkommen in Flusswald. Dann wollen wir mal unseren Quest abschließen. Und unsere Belohnung einheimsen. Wenn es denn eine gibt. Hoffentlich. Ich mache doch nicht so eine Mühe, ohne was dafür zu bekommen. Ihr habt die Klaue. Oh, das müsst ihr sofort Lucan erzählen. Beeilt euch. Ja, ich beeile mich. Er steht nämlich direkt hier vorne. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Habe ich doch schon. Keine Panik. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Als wenn ohne die goldene Klaue nichts mehr funktionieren würde. Der ist doch bekloppt, der Typ.
Aber ich habe die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Ja, toll. Also jetzt ist der Laden natürlich direkt viel schöner. Unglaublich. Zum Glück weiß ich nicht, wofür man die benutzt, ne? Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Super. So, dann verkaufen wir mal. Wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ich möchte gerne die Sachen verkaufen, die ich gefunden habe. Und zwar einmal Herzfeuer. Das habe ich ja schon gelesen, habe ich wunderbar dazu gelernt. Brauche ich nicht mehr. Weg damit. Das alte Nordwind des Frosts brauche ich auch nicht. Den brauche ich auch nicht. Das Tagebuch behalte ich mal. Das wiegt nur eins. Das bebänderte Eisenschild. Bebändert. Was für ein Wort. Das kommt auch raus. Blaue Bergblume brauche ich nicht. Corundumbarren brauche ich auch nicht. Das Buch des Diebes auch nicht. Kann raus. Kann auch raus. Den Rest brauche ich alles. Aber hier kommt hier noch mehr. Mein Gott. Kleiner Seelenstein raus. Knochenmehl raus. Das fliegt raus. Brauche ich nicht. Langbogen fliegt raus. Nirnwurz. Ist jetzt die Frage. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwann eine Quest haben werden, wo wir es verkaufen müssen. Und wenn doch, dann werde ich dann einfach neue sammeln. Die kann raus. Die kann raus. Die Gifte. Lass ich mal drin. Die schwarze Magierrobe fliegt raus. Der Granatring. Oh, perfekt. Der Stab der Raserei fliegt raus. Ich benutze solche Stäbe fast nie. Aber der bringt immerhin 259 Geld. Aber ich kann ihn nicht verkaufen, weil er nicht mehr genug Geld hat. Schade. Ich werde jetzt einfach mal... sein Konto ausreizen. Zauberbuch Heldenmut, das muss ich gleich noch lesen. Das muss ich auch noch lesen. Das heißt, ich werde jetzt als erstes diese Zauberbücher nochmal durchlesen. Objekte. Wo haben wir sie denn? Einmal lernen und das auch lernen. Jetzt komme ich auch nicht in Versuchung, die zu lesen, zu verkaufen. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Gut, dann will ich auch mal sehen, was du so zu verkaufen hast. Was hiervon, etwas davon. Was hast du denn so alles? Du hast... Den Dietrich brauche ich nicht. Irgendwas, was ich brauchen könnte? Nee. Ah doch. Der geringe Magiker. Geringe Ausdauer. Aber nichts, was die Gesundheit wiederherstellt. Das ist natürlich doof. Ich brauche immer irgendwelche Sachen, die die Gesundheit wiederherstellen. Lassen wir das. Na gut. Die Olle ist auch weg. Mit der kann ich auch nicht mehr reden. Dann speichere ich mir an diesem Punkt. Mal wieder den letzten Speicherpunkt hier. Ja. Und gehe weiter zum nächsten. Ach, ich kann auch mittlerweile die Stufe aufsteigen, ne? Wie es aussieht. Jo, perfekt. 110, 110, 110. Dann nehme ich mal wieder Gesundheit dazu. Und ich kann wieder einen Punkt vergeben. Und das werde ich vermutlich bei der Redekunst tun. Einkaufspreise sind um 10% niedriger, Verkaufspreise sind um 10% höher. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, nicht Vollidiot, bevor ich hier falsche. Aber zu spät. So. Hier sind alle am Schlafen. Da vorne sind auch alle am Schlafen. Dann gehen wir mal in das Haus von unserem Freund hier, dessen Namen ich vergessen habe.
und legen uns dahin. Wir dürfen das ja benutzen, um zu schlafen und so weiter. Gerduas Kann Haus. Ich euch helfen? Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Ja. Es gibt schlimmere Dörfer. Haltet die Augen offen. So, ich will schlafen bis ungefähr 8 Uhr morgens. Das heißt 8 Stunden. So, jetzt müssten auch die meisten Händler wieder aufhaben. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Jaja, mach du mal. Ah, ich muss dir mehr helfen, ne? Ich habe ja gesagt, dass ich mich den Sturmmetteln anschließe. So, und es ist wieder hell draußen, die Vögel zwitschern. Wundervoll. Jetzt kann ich mich auf die Suche nach neuen Quests begeben. Und der Schmied hat doch bestimmt was für mich, oder? Schmied, was sagst du dazu? Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Alles klar. Werft einen Blick drauf. Nein, ich will jetzt nichts verkaufen, ich will das gleich machen. Wenn ich für dich die Sachen gemacht habe. Also, ich soll ein Eisendolch für ihn schmieden. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus rohem Material hergestellt. Tatsächlich. Eisen. Braucht ihr eine neue Klinge? Oh, es labert mich auch noch voll, während ich in so einer Animation bin. Ich fasse es nicht. Eisendolch herstellen. Ja. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Okay, das habe ich erfüllt. Vor allem Eisen und Stahl. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Klar, kein Problem. Nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Gut. Gerdus Vorfahren, sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Wo ist denn der Schleifstein? Ah, hier. Okay, dann wollen wir mal. Eisendolch schärfen. Ja. Gut. Auftrag ausgeführt. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich hab. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Das hoffe ich doch. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay, machen wir das nochmal. Bis zum nächsten Mal. Also. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute und Leder zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Na gut. Dann machen wir mal ein bisschen Leder. Und Lederstreifen. Okay. Was auch immer ihr... Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Das werde ich schon schaffen. Auf Wiedersehen. So, Pelz. Einen Pelzhelm will er haben. Kriegst du. Und Pelzarmschienen kriegst du auch. Schmieden ist ja wirklich sehr schwer. Vor allem Eisen und Stahl. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Nee, danke. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Okay. Mhm. Pelzhelm. Herstellen, ja. Gut. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Toll. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm.
Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Na gut, aber weißt du, was ich damit machen werde? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich werde es einfach alles nicht verkaufen. Muahaha. Eisendolch, den auch. Die Lederstreifen. Und den ganzen Scheiß halt. So. Das war's jetzt auch erstmal. Und ich glaube, ich habe meine Schmiedefertigkeit jetzt auch ein bisschen verbessert. Hoffe ich doch mal. Na komm, man muss ja den Pfeil immer nach unten drücken. Das ist so nervig. Hä? Fertigkeiten. Geht das nicht mit den Pfeiltasten? Ach, man muss das... Ah, okay. Wo ist denn Schmiedekunst? Da ist er. Kann Stahlrüstungen und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Das müsste ich demnächst mal machen. Den Schmiedebaum hier fertig machen. Damit kann man nämlich richtig viel Erfahrungspunkte sammeln. Und man kann damit Kohle machen ohne Ende, indem man aus Barren Waffen schmiedet und die dann teurer verkauft. Das ist schon eine gute Einnahmequelle. Muss ich demnächst aber mal machen. Erstmal machen wir die Quests weiter und dann sammeln wir ein bisschen Erfahrung im Game. So. Dann speichere ich mal. Ne, wie so üblich. Und würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Skyrim. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Bin ein bisschen müde. Aber ich würde sagen, im Laufe des Tages mache ich die nächste Folge. Oder morgen, mal gucken. Wenn es so ein Morgen wird wie bei der letzten Aufnahme, dann tut es mir leid für euch. Aber ich kann wirklich nicht jeden Tag spielen. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Und ich habe sowieso festgestellt, dass das Skyrim-Let's Play anscheinend momentan noch nicht so gut ankommt. Mal schauen. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und ich kann an meinen Sachen ständig arbeiten. Ich brauche nur halt irgendeine Rückmeldung. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr das Video hier, das erste Video ist, was ihr von mir seht, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Dann werdet ihr über jedes neue Video informiert. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ein bisschen Support kann ja nicht schaden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Haltet die Ohren steif.